So, herzlich willkommen hier in der kleinen Festivalküche. Die nächste Runde steht an. Heute wollen wir mit euch ein bisschen Wrap-Pizza machen. Eine Wrap-Pizza, die wir wunderbar in einer Pfanne machen können. Ist mit relativ wenig Aufwand zu erledigen. Und das Schöne ist, man kann wunderbar variieren. Was wir dazu brauchen, sind erstmal fertige Wraps und eine schöne Tomatensauce. Die Tomatensauce haben wir hier schon vorbereitet. Gibt es ein extra Video zu, findet ihr in der Beschreibung bzw. in einem eigenen Video. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Tomatensauce dafür nehmen. Es gibt ja Pizzatomaten, alle möglichen Tomatensoßen. Ihr müsst nicht was selber machen, ihr könnt auch was Fertiges nehmen, aber selbstgemacht ist natürlich nochmal viel, viel geiler. Was wir sonst noch brauchen, ist natürlich ein bisschen Belag. Wir haben hier Salami, wir haben hier Paprika, wir haben hier ein bisschen Käse, wir haben hier ein paar Zwiebeln. Aber das Schöne bei einer Pizza ist, man kann bunt variieren. Man kann wunderbar sich aussuchen, was man nimmt, ob man Pilze nimmt, noch zusätzlich Tomaten, welchen Käse man nimmt. Und kann dementsprechend auch variieren zwischen mit Fleisch, vegetarisch und vegan. Aber legen wir los. Was wir noch brauchen, ist natürlich eine Pfanne und einen Gaskocher. Die Pfanne heizen wir kurz vor. Jo. Ist an. Währenddessen schnibbel ich mal schnell die Paprika noch. Da wir hier von einer Pizza reden, reicht es, wenn wir hier dünne Streifen schneiden. Ich gönne mir mal zwischendurch noch was zu trinken. Das ist alkoholfreies. Nicht so ganz, so halb. Ich weiß, Cola mit Äppler mit Cola ist nicht jedermanns Sache. Aber gerade bei einem Festival ist es auch mal ganz gut, wenn man zwischendurch ein bisschen runterfährt. So, wir nehmen auf jeden Fall unsere wunderbaren Wraps hier. Wenn die Pfanne vorgeheizt ist, ja, sie ist heiß. Legt den Wrap hier kurz rein, dass er auf einer Seite ein bisschen warm wird. Und dann nehmen wir etwas von der Tomatensauce, füllen die hier drauf. Wichtig ist, dass man ein bisschen die Ränder freilässt, damit man was zum Umklappen hat. Und gerade auch hier unten in dem unteren Bereich, dass man das schön gleich hochklappen kann und das wunderbar funktioniert. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen mit Belegen. Das heißt, wir legen hier ein bisschen Paprika drauf. Wir nehmen etwas Salami, wenn die Scheiben ein bisschen groß sind, weil es die Frühstückssalami ist. Kann man die auch noch mal kurz in kleinere Stücke schneiden. Man sieht schon, der Wrap wird jetzt warm. Ein bisschen Käse noch dazu. Und lässt das Ganze einen Moment braten, bis der Käse anfängt zu schmilzen. Also er wird nicht wie bei einer normalen Pizza eine braune Note bekommen. Ist ja auch klar, er ist nicht im Ofen, aber er fängt an zu schmilzen. Das sieht man hier an einigen Stellen auch schon ganz schön. So langsam kriegt es auch die Konsistenz, die es kriegen soll. Und dann kann man auch langsam anfangen. Das Ganze aufzuwickeln. Fassen geht das natürlich, wenn man das nicht in der Pfanne macht. Sondern beim Teller dann. Dann kann man das nach einigen Sekunden auch wunderbar anfassen und einfach essen. Ich lasse es mir jetzt noch schmecken.
Außerdem sehe ich hier noch so ein paar hungrige Gesichter, die probieren wollen. Wir machen mal weiter. Viel Spaß noch. Denkt an den Link unten. Da findet ihr das Rezept. Bis dahin, viel Spaß, guten Hunger und mitmachen.